Also, du kannst ihn doch gerne da lassen, der bringt Glück. Ja, ist übrigens sehr witzig, dass ich und Kai beides bei der Arena-Seite auf dem Profile-Picture haben. This is the space station. As a deep space crossroads, many spaceships pass by here. You're not joining the space patrol. Your job is to maintain peace in space. Your objective this time is to protect the station from Black Hole Bowser, plunderer of outer space. Black Hole? Keep deep space a peaceful place to become superstar of space. Now, before the adventure begins, we must decide the turn order. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Party 2. Wo ich wieder als letzter loslauf. Verdient. Kai ist noch sauer von letzter Runde. Ich bin immer Dritter oder Vierter gefühlt. Ihr müsst ja immer denken, dass wir das immer so machen, wir nehmen einmal Mario Party 1 und 2 an einem Tag auf. Eine Folge immer. Der erste Stern ist da oben. Oh, hier freue ich mich immer. Hier gibt es immer diese Kampf-Minispiele, wo man richtig viel Münzen abfliegen kann. Ja. Kann man immer so schön reintreten. Das ist sehr interessant. Bowser Space Patrol? I guess. Er ist nicht bei der Polizei angekommen. Doch, oder? Doch, er kommt da jetzt hin. Ach, das hätten wahrscheinlich alle auf dem Weg weggescheucht. Ja, wahrscheinlich. Hey, darfst auch dahin. Wo die Patrouille hier gefahren wird. Ich weiß ja nicht, was die Police Station da bringt. Ist das der Itemladen? Wirklich, oder? Entweder das. Oder ist ein ganz spezielles Feld. So, jetzt muss ich auch nochmal das Ding auslösen, dann stehen wir alle da. Das ist eine 1 oder eine 8. Nope. Warum alle gegen mich direkt zum Anfang? Verdient hat. Oh, ich hatte gerade so Angst, dass jetzt Crane Game kommt. Dann hätte ich wenigstens Münzen kassiert, auch wenn mir das zu dem Zeitpunkt nichts gebracht hätte. Ah ja, hier müsst ihr meine Richtung angeben. Ich gebe eine Richtung an und ihr müsst zum selben Zeitpunkt in die Richtung gucken. Ne, wir müssen in eine andere Richtung gucken. Du musst in unsere Richtung gucken, damit du uns hier ausschaltest. Siehst du? Der hat einfach zurückgedreht. Ja, du musst gerückt halten. Ich hab nur nach unten gedrückt, ich hab nur nach unten gedrückt, aber AFK sein lohnt sich. aber die Musik bei dem Minispiel ist immer cool. Ich wollte zur Seite gucken, aber er hat's nicht mehr genommen. Aber die Musik bei dem Minispiel ist immer echt cool. So darf es ruhig weitergehen. So, jetzt eben ist ja Z-Trap. Ach so, der hält die auf! Wahrscheinlich. Ah. Der Sniff Patrol? Ja, die Sniffet heißen ja diese Viecher. Achso, Sniffet Patrol. Die Bank mal wieder, wo Kai hinter sich alles Geld rausholt. Wir hatten schon eine Battle Games Mini ne? In der Mitte passiert wahrscheinlich irgendwas Schlimmes. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn wir da oft genug lang kommen. Wir hatten letzte Folge schon genug Battle Games. Nicht wieder 10.000, bitte. Doch, bitte. Das war in letzter Folge. Letzte Folge war das Westernland, ne? Da hatten wir so viele Battle Games. Das war spaßig. Das heißt, der hat echt Spaß gemacht. Da hat der Kaya durchgehend. Da hat er durchgehend sein Geld verloren, der Kaya. So, A-Spam und Klettern. Ei.
Der Schiff Sanks! Was war ich für ein Schiff mit vier Masten? Ein Schiff mit vier Masten gibt es nicht! Ich hab A gespammt! Ich hab auch gespammt und bin ich hochbekommen. Nee. Da darf man währenddessen den Kontrollstick nicht anfassen. Wahrscheinlich, ja. Ja komm, hau den runter. Ich glaub, der Bot uns fertig macht. Wegen eigener Doofheit. Nicht, weil er besser war. Ich habe A gespammt und der ist nicht einen Millimeter nach oben gekrabbelt. Ich habe auch die ganze Zeit geschwommen, ich bin ja nicht hochgekommen. Ist ja, bei dem Bild sah Yoshi irgendwie gerade aus wie ein Alien. Wenn ihr zum Beispiel... Darfst gern noch mehr Münzen reintun. Was willst du uns antun? Was passiert da in der Mitte? Scheint erstmal gar nichts. Oder? Ja? Irgendwas passiert da. Nein, meine Münzen. Wo muss ich überhaupt lang? Wo ist der Stern? Oben rechts. Ach, du willst den schnellen Weg nehmen. Ei, ei. Ich nehme den linken Weg. Ich weiß, dass da ein Bowserfeld ist. Du musst gleich nur eins kriegen, hab ich gehört. Hexagon Heat, oh. Ja, Gott. Oh, nee, oh Gott, das wird interessant. Einfach keine Arschbomben machen. Arschbomben sind der eigene Tod. Oh, nein! Ja, ich hab Kai runtergeheatet! Warum hat mich runtergeheatet? Ich hasse es. Ich springe auf immer noch und heate ein bisschen die Unendlichkeit. Das ist zum Kotzen. Oh, zum Glück haben da... Wie war das? Arschbomben sind der eigene Tod, das hast du selbst gesagt. Ich wollte ihn festsetzen, bevor er rüberrennen kann. Dann fliege ich dann immer so weit nach hinten. Ja, wir können Wario doch nicht im Minispielstern gönnen. Das ist ein Witz. Natürlich ein Witz. Der Bot, der vernichtet uns. Der zeigt uns, wo der Frosch die Locken hat. Hi. Die Kampfgames sind, also Duell-Minigames sind erst in den letzten Runden, ne? Leider ja. Aber ich will hier auf jeden Fall das Game sehen. Item. Wie sieht das hier aus? Hammer Slammer. Oh, den Lukas? Use the might of the hammer to launch the shutter to the item you want. Pizzle Hammer, Drop Hammer. Okay, wir beobachten, damit wir es gleich gut machen können, ne, Kai? Back. Or you spring. If it stops at Baby Bowser, you miss. If you raise the hammer too high, it will stop. Shadow will get bounced back. Okay. Welche Items haben wir hier? Das siehst du doch gleich. Nee, ich würde gerne mal... Ein Schlüssel, zwei Pilze, die ich glaube Box und Baby Bowser zu Bowser machen. Und man will nochmal anmerken, Baby Bowser und Bowser Jr. sind zwei verschiedene Charaktere. Ja. Willst du halt mal langsam loslegen? Wir wissen doch, was die auslösen. Wir kennen die Items doch. Will ich denn haben? Wahrscheinlich das höchste? Schlüssel nehme ich mit. Okay, man muss auch richtig hart spammen, wenn man das obere haben will. Ja. Wahrscheinlich muss er das schon fast hinter sich halten, den Hammer. Warum eigentlich nicht? Hauptsache nicht das Bowserfeld. Hauptsache nicht Bowser. Bin ich mit zufrieden. Ich bin kein zu, ich hätte gar keinen Bock drauf gehabt. Oh no!
Mastermind gewinnt! Ich liebe es! Ich liebe dieses Game! Das ist so Müll. Das ist so ranzig. Ich mag das Game, ich weiß nicht, was er dagegen hat. Wenn der Würfel sich wenigstens schnell drehen würde, könnte man das Spiel wenigstens angenehm spielen. Aber der dreht sich halt so langsam, dass er einfach so denken muss, ja, ich würfe jetzt den, dann hat er keine Chance. Guck, jetzt stirbt definitiv einer von uns. Du kannst entscheiden, ob Kai rausfliegt oder ich. Stimmt. Ja, offenbar soll ich rausfliegen. Na komm, lassen wir Kai mal in Ruhe. Kann er aufkragen. Ehre. Der hätte sich auch später opfern können. Nee, ich mach das jetzt, dann könnt ihr eure Mindgames machen und ich kann abgelenkt irgendwo die Weltgeschichte gucken. Oh, könnte ich überlegen. Ja, ich komm nicht an die Münze. Shoot. Ich gönn mir die Münze. Besser will's nicht. Weil ich sterb jetzt sowieso. Ja, das smarteste, ne? Ja, dich sterben zu lassen, das mal. Tut mir leid, Shining. Aber ich muss das tun, um das Minispiel zu gewinnen. Weil gegen dich wird dann zufällig wieder Mindgame-lastig as hell. Den Bot kann ich einfach machen. Da kannst du erstmal ein paar Mal zweimal drücken. Und dann musst du nur so gucken, dass am Ende drei übrig bleiben werden. Und ja, jetzt bräuchtest du eigentlich nur zwei. Und jetzt kannst du entscheiden, ob der rausfliegt. Das ist so Müll, dieses Minigame. Das ist eigentlich ganz cool, weil man halt da ein bisschen Mindgame muss. Ja, tschüss. Das ist kein Mindgame, aber zwei Spieler, dann kann. Entweder du suchst aus, ob du gewinnst, oder du schenkst es dem anderen. Das ist dann kein Mindgame. Weil spätestens, wenn es bei 3 oder 4 angekommen ist, ist es wirklich einfach nur noch. Entweder ich schenk ihm das jetzt, oder ich gewinne selber. Das ist dann kein Mindgame mehr. Weil du kannst dann bestimmen, wer gewinnt. Weil es dann egal ist, was der andere macht. Wenn du zum Beispiel bei 4 bist, ob du da 1 oder 2 wählst, ist egal. Du kannst so oder so entscheiden, ob der andere jetzt verliert. Hm. Oh nein. Ja, kommt die Patrouille. Ach, komm schon. Lass noch mal ein bisschen länger laufen. Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Ja, vor dir. Genau, zwei Blöcke vor dir. Boah, ich komm wieder voran. Ich komm wieder voran, als wäre ich auf Speed. Echt? Oh Gott. Das hat mir schon mal. Ach, gut war das. Da musst du den Panzer richtig bewegen. Boah, ich krieg's gerade nicht hin. Ähnlich, ich gerade auch nicht. Ich hab's gerade nicht hinbekommen, dass er diesen einen trifft. Ja, ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hab meine letzten vier Felder nicht vernünftig getroffen. Jetzt kannst du die Polizei rufen. Ja, die Polizei wird da dann sein. Du musst trotzdem einen richtig langen Weg laufen. Es ist halt nur, dass die aufhalten. Da würdest du jetzt den Schlüssel nutzen. Ich würde da holen. Buhufeld. Wario hat richtig viele Münzen. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich mehr machen möchte. Ja. Dann bin ich wieder Mittag, wieder einen relativ zentralen Spot, wenn Kai sich gleich den Stern holt. Ich denke mal, die Ausrufezeichenfelder wird es nicht haben.
Ah, Item Shop, was gönne ich mir denn? Ich habe gehört, da ist so ein wunderbar leckerer Mushroom. Deine Magic Mushrooms. Nein, danke. So, jetzt muss ich gewinnen. Okay, nicht reinpfeifen, Shining. Wir kennen das ja. Es war jetzt BS Rot. Glaub ich. Einfach direkt reingepfiffen. Bye, Shining. Ich vergesse ja, da steht doch sogar der Buchstabe drauf. Hä? Ich glaube, du warst nicht schnell genug. Ach komm halt, Maul, Schallgeil. Oh, der hat glaube ich jetzt beide weg, ne? Nee. Alter, warum gewinnt nur der Kommen? Wahrscheinlich, wie schnell sollte man reagieren? Ja, ich warte immer ein bisschen, weil ich auf den Bait warte. Weil der hat gerne mal baitet. Das war eine Sekunde, bis ich den Pfeil abbekommen habe. Das war. Der Korb macht uns gerade fertig. 3, verdammt. Ja, ich werde eine relativ zentrale Position, kann eigentlich fast in jede Richtung. Das ist, glaube ich, gerade ganz gut. Juhu. Einfach direkt vor uns. Ist ja nicht weit weg. Ich darf jetzt aber Münzen abgeben. Na komm, Hai, hau jedes Ding hoch. Okay, ich muss meinen Pilz einsetzen. Plünderkiste ist gut. Hätten wir jetzt wahrscheinlich eh, oder? Ich gönn ihn den Kai nicht. Nee, ich meine Pilz eingesetzt, ist doch wahrscheinlich eh. Wow. Nee, ist was Gutes. Komm, bitte, gönn mir Münzen. Heute spielen wir um 30 Münzen. Wer hält diese Münzen? Halten wir diese Münzen? Ja! Bitte von Mario. Ich hab sowieso kaum welche. Luigi gibt ihm. Ich hab nicht mal 30, ich hab nicht mal 10. 3 Münzen. Hättest du nicht Wario nehmen können? Er hat die Münzen locker, warum hast du nicht Wario genommen? Was soll ich dagegen tun? So, den Pilz kriegst du nicht. Claudi, von wem anders? Das ist so schön komplett random reingedrückt. Gerade, ich hätte gedacht, wenn du 3 Siebenen bekommen hättest. Dann hätte ich 30 Münzen bekommen. Ja. Ich glaube, es ergibt mehr Sinn, runterzugehen. Nein, ich sehe unten den Tod. Schon, dass du 16 Felder gehen kannst. Du kannst ohne Probleme. Es sind sehr viele Felder darunter und da ist was Besseres. Gut, dass er bei dir keine Münzen klauen kann. Ja gut, den Buch hab ich nicht gesehen. Alter. Wie kriegst du 21 Münzen? Na, den hätte ich gern früher gehabt. Aber Hauptsache ich den nicht. Den Pilz. Ist alles, was zählt. So, jetzt muss ich gucken. 2, 4, 6, 7. Ich will ein Teamspiel haben. So gibt es ein Teamspiel mindestens. Nein, nicht mit dem. Warum habe ich den Bon? Den Bon? Der gewinnt bisher nur. Was beschwerst du dich? Habe ich den Bot nicht bekommen? Nein, ich habe dich bekommen. Du hast auch den Bot. Jump, Attack, Jump, Kick, Hip, Drop. So, warte, Kai, wollen wir uns absprechen? Wer macht die Kicks, also die Jump Drops, und wer prügelt das Ding? Bevor wir uns wieder gegenseitig blockieren. Ich mach Drop Kicks.
Ja, mach das. Kommt man auf das Ding überhaupt drauf? Ich glaube, der Dingens ist wirklich useless, oder? Der schlägt einmal in der Minute zu. Alter, der Bot ist wirklich useless in dem Game. Und trotzdem gewinnt ihr. The fuck? Warum haben wir das jetzt gewonnen? Weiß ich nicht, wir haben durchgehend draufgeprügelt, sogar mit Ritten. Ich glaube, weil die Arschbombe halt wenig Schaden macht, deswegen wahrscheinlich. Nein, die hat das Ding ultra schnell zum Brechen gebracht. Irgendwas von euch, was ihr jetzt gemacht habt, macht wenig Schaden, hat das wir mit dem. Ja, am Ende kaum noch getroffen. Ah, daran lag es wahrscheinlich. Ich hab den Lockpick ein paar Mal versaut. Ja, ich aber auch. Den Tritt zu setzen ist aber auch schwer. Ah, keine Coins, kannst niemanden bestehen. Hier kostet das was. Meinetwegen. Hier gibt's nichts gratis. Nehmen ihn seine Münzen weg, der verdient keine. Bitte alle, danke. 21. Ja, gerne, nehme ich. Danke dafür. 16 Münzen plus gemacht, nehme ich mit. Ich will nicht rausfinden, was passiert, wenn das Ding auf Null ist. Das ist eine Space Station vom Bowser. Ich gehe nicht davon aus, dass es was Gutes ist. Aber ich werde es nicht abbekommen. Nee, ich auch nicht. Ich geh lieber weg. Nee. Ich geh ganz sicher nicht nach rechts. Geh rechts lang! Nee, ihr könnt selber da lang gehen. Ich gehe da nicht mehr lang. Ich will hier weg. Bounce away! Again? Nochmal so ein Ehrenmove wie letztes Mal gibt es nicht. Hallo. Ist aber ein anderes Schiff, ne? Ja. So, erstmal auf dem Grünen rumhüpfen. Es darf nur einen geben, der grün ist. Alter! Ja, Dreifach-Kombo. Ich auch, ich hab's auch gefressen, die Dreifach-Kombo. Ihr seid tolle Sprungbretter. Ich hab den Affen weggesprungen. Toll, das war jetzt komplett random, aber gut. Oh, kommt die Große. Wir leben noch, Kai! Ich hab das aber auch nur überlebt, weil ich auch Varia drauf kam. Ich hab's nur überlebt, weil ich euch durchgehend als Sprungbretter missbraucht hab. Ich hab nur deswegen überlebt. Den Sunny haben wir weggeboren. Ja, der wurde weggetreten. Da haben wir alles richtig gemacht. Ich wurde von drei Kanonen miteinander getroffen. Was soll ich da groß machen? Ich wurde als einziger nicht ein einziges Mal erwischt. Komm, Kai, geh nach links! Das ist ein Item, den der weiß. Nein, das wollte ich nicht. Ja! Oh oh! Er opfert sich für uns! Ich bin hier weg! Scheiße. Du kommst da nicht weg. Lass mich in Ruhe! Ich will hier nicht sein! Ha. Du willst da sein? Ja, 5 Münzen kannst du haben, Kleiner. Das Taschengeld brauchst du. Papa kauft dir ja nix. Jetzt alle nochmal einen Teil reintreten. Toad in a box. Was ist denn das? Ach so, das. Ah, das war's. Wir müssen im richtigen Moment schießen. Das verkacke ich doch jedes Mal. Ja. Also, das erste Mal ist ja easy. Die ersten Phasen sind easy.
Aua. Du willst alles nur nicht Bowser kriegen. Ja, komm! Ich geh die ganze Zeit Bowser, weil spätestens ab den dritten ist es einfach nur noch Randomness. Nö, ne, Kai, ab jetzt ist random. Ja. Es muss nichts heißen, dass du da oben stehst. Ich kann dich trotzdem noch einholen mit Glück. Ey, ich spam einfach nur noch. Und hoffe einfach. Ach komm! Ach komm, on! Ach komm schon! Nein, Kai hat gewonnen! Dieses Spiel, ne? Das ist einfach nur Luck. Das ist Luck bis zum Abwinken. Die letzten 90 ab wirklich nur pure Luck. Also wenn du die getimt kriegst, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hast du das schon verstanden. Ja, dann hast du das mehr verstanden, als ich das jemals werde. Ja genau, gib 5 Münzen ab. Kai wird auch jetzt, glaube ich, Münzen abgeben. 10 Coins, Mann. Oder er landet drauf. Kai, komm! Mindestens 4. Ja, oh, schön. Was wird jetzt passieren? Kai, du entkommst dem nicht. Der lädt mich da ab. Wir wissen nicht, was jetzt mit dir passiert, ne? Der lädt mich da ab. Will ich nur noch mal erwähnen. Es ist definitiv nichts Gutes. Bestimmt keine Kuchen oder so. Ein Kuchen, der er nachher nicht essen kann, ne? Energy Charge to 300%. Fire the Bowser Coin Beam! Now! Okay. Das steht mitten im Schussfeld. Lol, ihm passiert nichts. Was passiert mir? Direct hit, direct hit, all counts are beam to me! Hey, ich gehe diese Runde nur noch auf dich! Oh, okay, das ist böse. Das ist böse! Und was hat mir das jetzt gebracht? Dass ich keine Münzen habe! Was ich meine das Deep Patrol Ding. Du wurdest nach oben noch gejagt. Man wird weitergejagt, statt halt nur ein bisschen. Oh. Ich steh auf der falschen Seite. Ich hab nix zu verlieren. Aua. Ich hab wirklich nix zu verlieren. Ihr dürft gerne Münzen abgeben. Bowser's Coin Potluck. Ja, alle dürfen ihre Münzen abgeben, nur ich verliere nix. Jetzt sind aufgeteilt. Nein, die sind weg. Oh, na gut. Ich hol mir das jetzt alles wieder, Kai. Ich setz Buhu nur noch auf dich an. Welches war das? Oh, das, wo ihr nur sterben könnt. Wie müssen wir das nochmal steuern? Right, run, right, left, jump. Ihr seid jetzt Hamster in einem Hamsterrad, nur dass ihr außen seid statt innen. Das ist so gemein, das Game. Ja, so schnell kann man nicht reagieren. Dabei. Das ist so ein unnötiges Minispiel. Ich dachte doch, ich hole mir die Münzen zurück. Ey, dieser Laser ist unnötig. Komm, Kai, ich will's sehen. Obwohl, lass Wario es lieber einsetzen. Er hat mehr Münzen als du. Ja. Dann kann einer von uns wenigstens gut Münzen kassieren. Für die Zuschauer, er hat sich gerade einen Handschuh erholt. Also er spielt. Ich schneide die ja raus. Das ist nicht so gut. Ah ne, ich fahre nicht. Ich gehe in die Richtung, verdammt. Du musst immer gucken, wo die Polizei ist. Ja, shoot. Und am Ende. Und am Ende die Mitte. Ich hab kein Problem mit der Mitte. Die Mitte ist schön. Jetzt ist sie ja wieder sicher, ne?
Die war auch vorher sicher. Wer da drauf geht, hat nichts zu verlieren. Nur alle anderen, die im Weg stehen. Das ist allerdings auch wahr. Reintreten? Ich muss nur dafür sorgen, dass Kai jetzt heute verliert. Ja, doch noch einmal verloren. Okay, da muss ich nicht nachhelfen. Nein. Yoshi! Hier konnten wir nur springen, ne? Ja, springen und laufen. Und die Plattform haut sehr schnell ab. Na, weil ich auf Mario gelandet bin! Ich bin zu kurz gesprungen. Mario gewinnt wieder. Mario gewinnt wieder. Was soll denn das? Mario kriegt die Minispielstelle. Ich sag's euch, Jungs. Nee, das hängt davon ab, wie viele Münzen man bekommt am Ende. Das hängt von der Anzahl der Münzen ab, der Minispielstern hier. Ah. Wir könnten ihn eventuell über ein Battle-Minigame einholen. Er hat ja auch nicht komplett jedes Minispiel gewonnen. Aber gefühlt jedes. Guck, er hat nur 5 Münzen bekommen. 15, einmal 5 für Gewinn, 10 für Gewinn, 5 für... Komm, geh all in, du Dreckiger. Wie wen fordert er heraus? 10 fürs Gewinnen und 5 für die Eingesammelten. Genau. Was zum Geier wird hier gespielt? War klar. Ja. 21. This is a bomb, time bomb to wait just as long as Goomba tells you, then press the A button. No time has passed, so you have to guess. Oh, okay. Oh. 3 seconds. Okay, das ist sehr interessant. War es ein Rumble-Game? Ja. So, gib mal Münzen her. Der hat nicht mal 21 Münzen. Achso. Der hat diese. Der hat 31. Ah, okay. Danke, nehme ich mit. Ey, der kann sich dadurch den Stern jetzt nicht leisten. Oh oh. Ja, der holt sich jetzt ein paar davon wieder. Du Sau! Er unterbindet einfach diese 69er Stellung da bei dir. Der hat sich sogar mehr zurückgeholt. Ich hab das gespammt wie sonst was. Richtig, dann benutzt den in der nächsten Runde. Krieg ich wieder Cash. Er kann es unterbinden, dass Sunny das Cash kriegt. Hey! Ja, vielleicht hat einer von uns bessere Reflexe. Ey, meine waren schon gut. 2,8 Sekunden waren zehn gut eigentlich. Weil steht sowieso keiner in der Nähe vom Stern. Nee. Stehen alle relativ am Ende vom Stern. Also wir merken uns, wenn diese, wenn das Teil bei 1 ist, will man nicht in dieser Schrägen da stehen, ne? Nein. Der immer noch darum oder wechselt er die Position? Der fliegt, der schild immer noch drin. Es dauert ein bisschen, bis der feuert. Nee, es ging darum, ob der die Position wechselt und somit nachher vielleicht von der anderen Seite schießt. Richtig. Ich hab schon verstanden, wie Kai das gerade. Eventuell kann ja eins der Fragezeichenfelder den umstellen. Obwohl sind hier überhaupt welche? Der Mitte nicht, die Frage da hinten nicht, sind wir, nee, da sind die ein. Nee, okay, ich glaube nicht, dass ich glaube, der bleibt so. Blitzfeld vielleicht. War nochmal das Blitzfeld. Battle mit, oh. Nee, warte. Nee, Game Show Master, Game Show Master. Kai, her mit deinem Stern. Nee, ist kein Stern, der doch ein Stern. Oh, Sterntausch mit wem? Ich sag dir her mit deinem Stern! Der Schrei gerade kam aus tiefster Seele. Na, Kai? Her mit deinem Stern! Ich sag dir doch, du bist Zeit für den Laser! Entschuldigung, ich konnte ja nicht wissen, was er tut. Ich hab gesagt, ich nehme dir dafür alles. Dass das aber auch funktioniert hat. Ey,
Ich hab's gecallt und es hat funktioniert. Oh, Gott, nein. Nimm den Italiener. Den anderen. Wer hat die meisten Münzen? Wario, definitiv Wario. Wario. Du könntest dir noch extra Zeit vorher gönnen, wenn du willst, aber ich würde einfach auf Wario gehen. Obwohl, ich glaube, bei 2 sind sogar, dass du jeden greifen kannst. Wenn du gut genug bist. Ja. Ja, hol dir erstmal extra Zeit. Ich wollte Zeit haben. Shoot. Ich will ganz schnell einfach auf die 15 schnell gehen. So ist der Plan. Reicht nicht, das reicht nicht. Es wird knapp, es wird knapp. Nein, ich würde wirklich erstmal auf Zeit gehen. Ja, sonst hast du. Aber ich glaube, das ist halt nicht wie beim vorherigen, dass du dann ein Drittel von uns bekommst, sondern einfach nur das Minigame gewinnst. Ja, ich konnte mich wehren. Du kriegst mich nicht. Im zweiten ist es, glaube ich, fairer gestaltet. Hoppla, daneben. Da bin ich nicht. Ja, ich habe ein bisschen daneben gegriffen. Boah, dass er immer zurückgeht. Die Musik dazu ist aber auch geil, ne? Kai, wehr dich! Wehr dich! Ich will nicht. Der kriegt uns nicht! Los. Hey, wenn das geklappt hätte, du hättest mich niemals mehr gekriegt. Nee, dich hätte ich ja nicht bekommen. Ja, ich verliere das Minier, weil ich euch nicht alle kriege. Das ist nur zum Kotzen. Ist nicht höher mehr, sondern dass es komplett gerickt ist. Ja, hier ist es fair. Beim ersten konntest du dich halt nicht wehren. Da steht zwar, dass du A drücken kannst, aber es bringt dir nichts. Ich hab's mal getestet, weil ich hatte ja mal Sterne gefarmt. Da war das Spiel einmal da, da wollte ich einmal mal testen, ob man sich tatsächlich wehren kann. Da habe ich auf den einen richtig gespammt und auf den anderen, wenn der den weggetragen hat, nur so ganz leicht getippt und der, da wo ich ganz leicht getippt hat, hat trotzdem gewonnen. Obwohl ich gespammt habe beim anderen wie im Weltmeister. Ist es so Rick, das eine beim ersten. Ich will da nicht stehen. Warum nicht? Kai musste gerade schon meine Rache dafür spüren. Willst du sie auch noch spüren? Nö, aber das schießt doch eh nicht in deine Richtung. Toll, ich habe ein Feld zur Verfügung. Wo will ich denn? Es gibt eine große Auswahl. Du hast blau. Ich gehe nach oben. Blau und blau. Ja, blau. Aber links war ein Mauserfeld. Und ich will nicht eine Riesenrunde rennen. Geh doch auf blau. Bin ich doch. Okay, ich gehe auf Karten. Ey, dieses Minigame cutte ich sogar raus, ey. Das ist nicht mal wert anzusehen. Ja, ich hab wieder mal. Ich hab von Shining gehört, drück 2. Das hat mich irritiert. Mensch. Lass mich doch mal selber nachdenken, verdammt. Nein. Du musst ja nicht auf mich hören! Wenn du mich so irritierst, lass mich selber nachdenken. Du musst ja nicht auf mich hören. Nebenbei, liebe Zuschauer, das Minigame habe ich rausgeschnitten, weil dieses Honigfarben-Minispiel einfach so Müll ist. Ja. Das ist absoluter Müll, deswegen schneide ich das raus. Das seht ihr einfach nur, wer am Ende verloren hat. Beziehungsweise ab, wer gewonnen hat. Ab nach hinten mit dir. Da ist nochmal der Bank was geben. Ernsthaft? Gib der Bank dein Geld. Die braucht es. Damit ich es später kassieren kann. Nein. Doch. Nein. Doch, gut, bitte mit Zucker oben drauf. Arsch. Oh, ist das nicht das, wo wir tauchen gehen? Ja, wir gehen auch wieder die Kisten klauen. Oh, das ist ein anderes. Hallo! Was? Das war ein anderes Game! Oh, lol! Ich dachte, das wäre das. Okay, A-Spam zum Auftauchen. Und loslassen zum Absehen. Schön, dass man lesen konnte. Ich dachte auch, das wäre das eine Game. Nee, das ist meiner. Ja, vergiss es, Sunny. Und da war die Semi, ne?
Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, verlierst du dein Geld oder ist das einfach nur, du kriegst Schaden? Ich kann mich eine Zeit lang nicht bewegen. Nein! Da stand mein Name drauf, Sunny! Nein, stand's nicht. Oh, so ja, viele Münzen! Wie? Ich hab vier von den Beuteln eingesammelt. Oh Mann. Die Beutel bringen immer 5 Münzen, deswegen gehe ich, wenn da ein Beutel ist, immer auf die Beutel. Ich hab nicht mehr so viele von den Beuteln gesehen. Ich hab fast abgesehen von einem jeden davon eingesammelt. Wir müssen jetzt ganz schnell den Laser triggern, Sunny. Kann ich nicht. Nein. Nee. Komm, setz die Falle doch einfach. Hat der Nächste das Nachsehen. Ich kenn mein Glück, ich lande nachher auf dem Scheißteil und dann muss ich von ganz unten wieder ankommen. Habe ich immer noch die Chance auf den Stern. Kai, warum wolltest du eigentlich den Handschuh einsetzen? Wenn er sich lohnt? Ja, mein Game! Da habe ich bisher immer gewonnen! Gleichzeitig! Tu ich doch! Ich drücke A und B gleichzeitig! Er dreht nicht! Bei mir auch. Ich habe ihn nichts hochgekriegt, weil er sich nicht gedreht hat, obwohl ich ihn letztens gedrückt habe. Ja, das hat. Flieg, kleiner Kerl, flieg! Hat so weird manchmal. Ja, sowas von meinem Rekord gebrochen! Manchmal um 5 Yards übertroffen. Das Spiel war kaputt. Ja. Ihr wollt mir doch nur den Sieg nicht gönnen. Nein, ich hab nicht gedreht bekommen. Egal was ich gedrückt habe. Jetzt sind 10 Runden. Ich glaube, jetzt sind die Battle Games da. Ja. Und wer wird gewinnen? Laut Toad. Laut Cooper. Laut Cooper. Mario! Nein, lassen wir nicht zu. Ja, der kriegt einfach nur 10 Münzen. Von mir aus. So, jetzt können wir uns duellieren, wenn wir auf dem Feld landen. Ich würde bei Wario machen. Ja, die meisten Münzen, ne? Er hat 70. Und vor allem bei ihm ist es ja geschenkt, weil der Reaktion hat unter aller Sau, ne? Ja. Du kannst dir bei ihm 38 Münzen holen, Kai. Time for dual minigame. Hättest natürlich auch noch einen von uns testen können. All in! All in! Komm, Kai! Alles oder nichts! Wenn das funktioniert, hau ich mächtig rein. Wenn nicht, dann weinst du. Dann habe ich halt Pech gehabt. Nein. Wow. Drei. Ja, ich wollte noch ein bisschen später gedrückt, aber es ist tatsächlich bei ihm egal. Nach dem Start, ne? Nicht nach irgendeinem Rumble. Einfach nur, wenn der Start ist, dann muss genau. Ich die Sekunden warten. Genau, nach dem Start. Ich habe 21, 22 gemacht und habe so schnell gedrückt. Ich hatte die 22 noch nicht ganz durch und hatte schon gedrückt. Ja, ey, wir müssen ihm jetzt mal einen Stern wegnehmen. Obwohl, hab ich ja schon getan. Hat er aber auch verdient. Für den Laser gerade eben. Kann er dir den Stern wieder wegnehmen? Ich nehm dir so hart dein Leben. Dafür bin ich all in gegangen, weil ich das gerechnet habe.
Hier kommt die Morddrohung in Mario Party. Ich finde das irgendwie witzig. Ich nehme den so hart wieder weg. Ich habe auch 60 Münzen. Ich habe 69 Münzen. Verdammte Axt! Da schnell aus dem Schusswinkel. Wenn ich Glück habe, kommt hier noch nicht diese Runde dahin. Komm schon! Ich hätte doch. Es müssen zwei Leute da lang. Och nö, nicht schon wieder so ein Drecksding. Yes. Oh wow, das ist aber eine anspruchsvolle Strecke. Der Minutenrekord auf der Strecke läuft. Warum? Ich habe extra ein bisschen abgebremst. Ich behalte einfach diese Geschwindigkeit bei. Passt dann schon. Nein. Nicht durchdrehen. Die eine Runde habe ich noch. Zack. Jetzt ja. Gewinnt Tiny Gas. Oh. Was? Wir haben noch eine Runde. Ah. Ja, vier Runden, Bro. Ja, das schaffst du nicht. Jetzt habe ich einmal zu viel gedreht. Nein! Aber ich habe mir eine Geschwindigkeit gemerkt, aus der man wenigstens definitiv nicht aus der Kurve fliegt. Den Affen mit der Waffe. Ich nehme dir deinen Stern gleich weg. Den gibst du zurück. Den habe ich mir hart erarbeitet. Den hast du geklaut, halt's Maul. Ich bin der Einzige, der Sterne gekauft hat. Sag ich doch, hart erarbeitet. Ich habe Amt schaffen lassen. Ich hätte doch nach ihm gehen sollen. Dann hätte ich dir jetzt einfach den Laser noch reingedrückt. Ja, das ist okay. Nein, da müsste, glaube ich, noch einer langlaufen dafür. Nee, der Counter steht auf 1. Ich hätte dich so hart weggezogen. Oh. Ja, du hättest noch nichts geben müssen. Tief. Nee, warte, ich krieg jetzt 5, oder? Nee, er kriegt die 5, okay. Kai, her mit dem Stern. Ich find das witzig, wie euch um die Sterne streitet. Ich geb das Geld aus und der klaut mir die Sterne einfach nur. Ich kauf die Sterne und er klaut einfach nur noch. Ja, und dann beiden werden es auch gleich bestehlen. Das würden wir nie tun. Wo ist der Stern? Unschuldig. Oha, der Stern steht aber auch auf einer richtig fiesen Stelle jetzt. Ja. Vor allem in der jetzigen Situation. Ich gehe den Laser mal deaktivieren. Nein, tu das nicht. Hydrate, okay, das hatten wir bestimmt nicht. Das hatten wir, glaube ich, auch noch. Ja, das kenne ich nicht. Oder doch, das hatten wir mal. Wie der First of all the Fish. Du musst die, das ist dieses Staffellauf-Ding. In dem Pinguin. Ah. A-Spam und lenken. Lauf, Sunny! Lauf, Pingo! Ich kann nicht auf die Sack. Los, lauf! Hier! Warum hat Sunny die kürzeste Strecke? Die hat ihn geblockt. Hanni, du hast die kürzeste Strecke. Finde ich schade, ich kann das eigentlich relativ gut, das Game. Ich bin halt letztes Mal so davon gelaufen. Oh, man darf nicht schnell. So schnell. Ja, nicht zu so schnell, nicht zu so schnell. Tschüss! Nein! Das war so unnütz, dass du mir deinem Weg standst, Hanni. Ich bin auch noch genau von dem Ziel. Ich hab mich mit Absicht noch ein Stückchen weiter da links gestellt. Ey, es war halt genau auf der Ziellinie. Ich hab's gesehen, das war verkürzt. Es tut mir so leid, ey, für dich. Böse. Aber was ist passiert, wenn du das ganz oben triffst? Dann bounce der wieder zurück. Dann bounce der zurück und landet irgendwo anders. Ja. Ja, was bekämst du dann? Bei wem wird er dann landen? Komm an, wie stark du schlägst. Ja, du wirst ja Maximum Mieter. Ey, Kai! Mein Geld. Nein! Doch. Lüge. Sunny, ich glaube, du hast gleich keine Münzen mehr. Nee, das dodge ich.
du willst zwar nimm Wario wenigstens alles weg. Ja, da kommt Wario vor mir ran. Achso. Ja, aber du kannst ihn alle seine Münzen nehmen. Ja, damit. Wir warten ihn auf den letzten. Drei Sekunden. Wir könnten es Hanja auch sabotieren. Ja, ein bisschen zu früh. Ja, aber ist trotzdem wesentlich besser, als was der Kommen da vollbringt. Ja, er ist immer eine halbe Minute drüber. Eine anderthalb Minute sogar. Also. Also den also was Münzen angeht, hast du auf jeden Fall das meiste. Kann ich mitleben. Ich glaube, Kai hat mehr Münzen als ich. Hat er wirklich. Es ist nicht mal gelogen. Kai! Ich hab gehört, du gibst mir deinen Stern! Gib mir Münzen, gib mir Münzen, gib mir Münzen! Da wird nicht leben. DK. Ja! Mario! Nein, ja! Du kriegst keinen Stern! Danke, Shining! Ey, dafür darfst du mir jetzt aber meinen nicht nehmen! Ist legitim. Aber ich hab Oh, ich könnte dich halt so hops nehmen, wenn ich dir jetzt einen Stern nehme, aber das ist ja richtig unehrenhaft. Das lasse ich nicht. Nee, komm, ich hab dir gerade einen Stern verschafft. Wie war das nochmal? A, repeatedly, B ist bremsen. Da, eigentlich A, die ganze Zeit spammen und richtig lenken. Das Bremsen brauchst du gar nicht. Ja. Spam, was das Zeug hält. Solange wir richtig lenken, sterben wir nicht. Maximum Speed, Sunny! Maximum Speed! Die Luschen können nix! Die machen wir fertig! Ich glaube, Mario spammt nicht mal richtig. Mario behindert uns die ganze Zeit in zwei Schrägling. Ja! Wir haben sogar einen Rekord aufgestellt! Sieg von den Affen! Ja. Ich sag schon, die Bremse ist unnötig. Wer bremst, verliert. Mario hat nur behindert, indem er jedes Mal in die Wand gelenkt hat. Das war so dumm. Sieg für das tierische Duo. Ey, seid froh, ich entschärfe den Laser jetzt. Aber ihr wollt nicht in der Mitte stehen. Ja, hast keine Münzen, ne? Erfolgreich aufgehalten. Ich glaube, ich muss tatsächlich dir Münzen klauen, Shining. Kai, bitte eine 4. Oh Gott. Der wird alles verlieren. Shining, er wird sogar hinter Mario landen. Ich glaube, dir Münzen, Shining. Es ergibt keinen Sinn, Kai Münzen zu klauen. Doch, du kannst ein paar seiner Münzen retten, bevor sie weggelasert werden. Nope. Sorry. Sorry, weil einfach sein Stern, er hat es nicht anders verdient. Hallo, er hat dank mir gerade einen bekommen. Das wäre. Ja, dann hat er zwei, dann gewinnt er. Scheiß auf Ehre. Ehre ist wichtig. Wie kann ich mich jetzt hier führen, wenn ich den Stern bekomme? Er ist ja auch gerade ultra nett auf mich. Ich bin nett, aber spannend. Jetzt kommt die Eins. Jetzt wirst du gelesen. Jetzt muss ich nur entscheiden, wo ich lang will. Ich hätte gelacht, wenn du jetzt eine 1 bekommen hättest, sag ich, wie es ist. Du wirst gelasert, Junge. Jetzt kriegst du den Laser zurück. Energy charge to 300%. Coin Beam! Weg mit deinen Münzen. Das ist so fies. Ich bin nur froh, dass ich nicht da drin stehe. Ich weiß, warum ich da lang gelaufen bin. Einfach um mich für den Laser zu rächen. Ich bin gerade so froh, dass ich da nicht drin stehe, ne? Sneak and Snore? Was war das nochmal? Ja, hatten wir das schon? Kai wird mich die nächste Aufnahme so fokussen. Nee, das hatten wir definitiv noch nicht. Ne? Nee, das hatten wir sneak noch nicht. Sneak to the red button and out. Hey! Jungs. Warte! Ich mach schon. Sneak to the red button and out the door while James Trump snores. Hide in the barrel if he wakes. Achso, wie hieß dieses Spiel? Ochs vom Berg.
faster you move, the longer it takes for you to hide in your barrel. Slower is safer. Okay, einfach nur nach unten drücken, um nach vorne. Und wenn man es loslässt, dann ist man in der, okay. Okay, ich hab's verstanden. Man muss auf den Knopf und danach muss man durch die Tür. Oh, was? Ich hab mal losgelassen. Du siehst lecker aus. Alle vier. Ein interessantes Minigame. Der Kettenhund ist sauer. Wir haben ihn ja beim Schlafen gestört. Ja, das war ein Draw. Okay, merken das nächste Mal nicht so schnell dahin. Ja, ich dachte, er ist slower, ist safer. Solange der einen sieht, bist du tot. Tja, Kai, wie ist es so ohne Münzen und ohne Sterne? It's not. Das nennt sich Karma. Online-Partie beenden, fertig ist. Das nennt sich Karma. Da ist jemand sauer. Ey! Ey, du kannst nochmal jemanden Nee, kannst du. Boah, sei froh, dass ich hier. Sei froh, dass ich keine Eins hatte. Ja, bin ich gerade auch. Ey. So haben wir nicht gewettet, Vario. Er hat nur 6 Münzen. Du könntest in der Theorie AFK gehen. 3 Sekunden. Ich würde einfach mal interessieren, wie lange du das Ding ignorieren kannst, bevor der dich abbricht. Das würde mich brennend interessieren. Ja komm, 5 Münzen geschenkt. Wahrscheinlich die 10 Sekunden oder so, die oben. Stand da nicht irgendwie irgendwas an 10 Sekunden oben? Dass die ablaufen? Aber im Ernst, sei froh, dass ich keine 1 gerade eben gewürfelt habe. Ja. Hoffen wir, dass Kai keine 1 würfelt. Was bringt denn die 1 nochmal? Da wäre ein Battle-Game gewesen. Ah. Ja gut, er kann nichts setzen. Er hat nichts zum Battlegame setzen. Zur Not hättest du sonst jetzt den Laser ausgelöst. Ja, das ist richtig. Mann, warum bin ich nach links gegangen? Du hättest euch alle drei gelasert. Ah, letzte Runde. Ich wusste nicht, dass es die letzte war. Ich wäre dann der Einzige mit Münzen gewesen. Oder? Ja, das ist die letzte, keine Sorge. Ich dachte, eine Werte, ich mein Item noch. Warte, ich konnte dieses Minigame selber nicht spielen. Kai wird so hart nur auf mich gehen. Oh Gott, eine Runde noch auf den Kai. Der wird so hart. Nee, der. Ah, okay, das Game. Was war das nochmal? A, B, Z, Papa. Das ist mein Lieblingsmove, ne? Und auch darauf achten, welche man selber hat, ne? Hm. A, B, Ring. Und. A, B, Ring. Unten. Ach, verdammt, das war oben. War's nicht unten? Ich hatte oben unten im Kopf, aber es war unten oben. Ich hab doch unten gedrückt. Ja, es war aber oben. Es war unten oben und nicht oben unten. So, Leute. Sunny will noch vorlesen. Now that we've seen your stars, we'll count your coins. We've collected this many coins. Aber eigentlich. Also, wenn da kein Münzstern ist, dann gehen Props raus. Ja, geht an Yoshi. Hör mal auf, Arzusband, ich will lesen. Ich weiß nicht. Next is the Coin Award. Ja, das ist Also, solange ich jetzt nicht noch einen Stern kriege, hast du gewonnen. Der Fragezeichen. Geht an DK! Ja, ey, Sunny, du hast endlich mal eine Runde gewonnen! DK war der erste Affe im Weltall. Change my mind! Mit geklauten Sternen. Hey, ich habe die Sterne nicht geklaut. Hör mal auf, Arzusperm, ich will wissen, was da passiert! Ich bin unschuldig. Ich hatte die Sterne nicht geklaut. Ja, Kai wahrscheinlich nicht. Begin Evacuation! Begin evacuation! Where did everyone go? But Bowser? No, please, let me go! Du greifst eigentlich seine Untergebenen an. Hm? Who might that be? It is none other than...
TK of the Space Patrol! So, the Space Patrol will face me. The force shoots around me. You cannot break it. Was machst du da? It is impossible. You cannot get behind me. Wow, my head is spinning. I remember this. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Thank you. Your bravery has again brought peace to space. Right on, DK, you are the true superstar of Spaceland. Er starrt in eure Seele. Der Affe ist OP. Aber Leute, ihr habt endlich die Folge bekommen, die ihr schon immer haben wolltet. Ich hab's in den Kommentaren gesehen. Ihr wolltet unbedingt, dass Sunny auch mal gewinnt. You are the superstar. Jetzt frage ich mich aber, ob der eine Stern jetzt wirklich was daran geändert hat, den du von mir bekommen hast. Ja, tatsächlich. Oder? Nee, hättest dann trotzdem gewonnen. Detail Results. Hättet ihr mir nicht jedes Mal die Sperre geklaut, hättet ihr gewonnen. Ich war unschuldig. Ich war unschuldig. Es wurde mal wieder in Kai reingetreten. Kai ist rausgegangen. Ich bin aus und ich verschwinde jetzt, aber ich habe keine Lust mehr heute. Er ist wirklich raus, Leute. Ja. Warte mal. GG ist Sunny. GZ. Du hast aber auch übelst viele Münzen abgegeben. Ich glaube, diese Duell-Minispiele zählen auch zu den Minigame-Münzen. Und dadurch hast du ja ultra viele abgegriffen. Ja. Also hat schon Sinn gemacht, dass du alles, was Münzen irgendwie gegeben hat, die Sterne bekommen hast. Kai hat einfach überhaupt keinen Stern. Na gut, Leute. Das war doch eine erfolgreiche Folge. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Sunny. Endlich hast du eine Runde gewonnen. Das, was alle Zuschauer wollten. Ihr habt für ihn geroutet, ihr wolltet unbedingt, dass er gewinnt, ihr habt in ihm beliebt und er hat eure Hoffnung wahr werden lassen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Ein bisschen Tröstung für den armen Kai. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!